Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie jedes Mal auch Egnadum, zu einem neuen Moment mal, was ist hier passiert? Zu einem neuen Part Sims 3 mit dem Zwergenfürst. Da hat wohl jemand des Nachts mal was umgebaut hier im letzten Part. Und da habe ich wohl ein bisschen mal die Schlafzimmer dekoriert. Die Schlafhalle vom Zwergenfürst, vom Fürst der Zwerge. Und nebenan das Zimmer von Blacky. Jetzt auch halbwegs mit Boden und mit, ja, Tapete. Naja, wollen wir mal gucken, was hier läuft. Die schlafen ja alle ordentlich. Es ist Mittwoch. Ah, jetzt wird es erst richtig Nacht. Eben war es noch abends. Ja, da pennen sie. Die Blacky, die pennt auch ordentlich. Auf dem Grundstück läuft ein Dieb herum. Oha! Oh, Schreck! Oha! Oh je! Da muss wohl jemand hier auf. Blacky, tu du das mal. Blacky, halte den Dieb! Wo ist denn der Dieb? Sieht den irgendjemand? Nö, Blacky juckt das nicht. Da ist der Dieb, da ist der Dieb, da ist der Dieb. Der Dieb. Dieb, stehen bleiben. Der Dieb sagt alles ordentlich ein, aber Blacky juckt das nicht. Zwergi, mach du doch mal was, oder? Zwergi, Zwergi, nicht schlafen. Zwergi, kümmert sich Blacky jetzt darum. Was zum Geier? Ruf doch jemand mal die Polizei. Okay, Blacky kämpft. Da ist jemand im Haus. Ruf mal bitte die Polizei hier, während Blacky da noch so kämpft. Hallo! Da rennt gerade weg mit dem Zeugs. Der wird geklaut. Blacky, was machst du denn? Verdammt. Wie wär's mit Polizei rufen oder sowas? Nö. Nix da. Was denn du? Was denn? Der hat hier was geklaut. Leute! Was macht ihr denn? Verdammt! Was hat der denn geklaut? Ich glaube, der hat die Dusche geklaut. Ach du Scheiße. Verdammte Kacke. Ich muss mich mal umgucken, was der geklaut hat. Verdammte Scheiße. Okay, der Kühlschrank ist noch da. Zwergi geht direkt mal hin. Ist klar. Erstmal was futtern. Ist klar, dass du sofort was futtern willst. Ja, schau dich mal hier erstmal. Guck mal erstmal, was hier geklaut wurde. Ja, die Dusche ist weg. Seht ihr das? Die Dusche ist einfach mal weg. Okay, sie war gerade auf Toilette. Wir haben sie übernommen. Okay. Na denn, ja gut, können wir halt nicht mehr duschen, müssen wir stinken. Und der Laptop, der ist auch weg hier, oder? Der PC ist auch geklaut. Mann, anstatt die Polizei zu rufen hier einfach. Mei. Prügelt die sich mal kurz mit dem Dieb und dann, ja, jetzt sind eh alle wach, es ist 1 Uhr nachts, aber was soll's? Müssen wir wohl sparen für eine neue Dusche. Ja. Will ja nichts sagen, aber das nächste Mal klaut er lieber unsere Toilette. Ja, die Gesundheitsbalken sind halb aufgefüllt, denen geht es nur mittelmäßig. Ist klar, wenn du nachts um 1 aufstehst. Deswegen putzt den Boden. Ja, nee, ist klar. Hunger hast du auch noch. Ja, warst doch gerade beim Essen, oder? Dann koch mal schön weiter hier. Wenn du eh schon wach bist. Schlaf musst du nicht mehr schlafen, wird überschätzt. Machen wir das so, oder was?
Alle wach hier. Lilly scheint sich mit Blacky zu zerstreiten. Die Freundschaft scheint nicht mehr so gut zu sein. Ja, da sind sie. Und dann dauerhaft Minus-Sachen, ja. Die zerstreiten sich. Blacky ist arbeitslos. Ja, Na, Feinden steht da sogar. Oha! Hätte ich nicht gedacht jetzt. Feinden. Ist wohl ein bisschen eifersüchtig, die Blackie. Quatsch, die Blackie wohl auch. Die. Wie hieß denn nochmal gleich meine Frau? Wie habe ich die gleich mal nochmal genannt? Lilly. Genau so hieß meine Frau. Wird's Zeit, dass wir heiraten? Ich weiß den Namen meiner Frau gar nicht, ja. Ist genau die richtige Zeit, um zu heiraten, oder? Ja, da kannst du ja jetzt wohl Müll hinstellen. Ist ja kein PC mehr da. Nee, ist da. Was macht Zwergi? Wo geht ihr hin des Nachts? Geht in Blackys Zimmer. Nein, er geht da rein oder auch nicht. Türback. Ja. Blacky ist wohl drin. Zwergin muss zur Arbeit gehen. Naja, dann geh mal Zwergi. Oha, stimmt ja, er ist Soldat. Na, der Trinenputzer-Soldat noch nicht, aber. Da ist er. Oha. Der kleine Soldat hier. Dann wird wohl mal ein Offizier aus ihm. Und ist er weg. Verdient mal ein bisschen Geld für einen neuen Laptop oder was? Wenn du ein PC meinst, natürlich. Blacky, die ist immer noch arbeitslos. Dann lass uns mal einen Job suchen für Blacky. Soll auch schön Geld einbringen für die WG hier. Oder? Das ist ja. Hat ja jetzt schließlich verbockt, dass hier. Der Dieb hier nicht. Gefasst wurde. Hätte ja die Polizei anrufen können. Nö. Verprügelt sich erstmal mit dem. Dieb. Ist klar. Da sucht ihr mal einen Job. Ist ja wohl richtig, dass du einen Job suchst. Gastronomie, Medizin oder Militär? Blacky Militär, na klar. Organspenderin, wieso nicht? Ja, sie wird jetzt Köchin. Küchenmädchen wird sie als erstes. Da hat sie mittwochs und donnerstags frei. Nehmen wir doch. Blacky wird jetzt Köchin. Klingt realistisch. Und zwar sehr. Ja. Aber sowas von. Blacky jetzt Köchin. Und was ist Lilly nochmal? Also ich bin jetzt beim Militär irgendwie. Klingt auch sehr realistisch. Oh. Lilly ist auch arbeitslos. Na, dann sucht ihr auch mal einen Job hier. Eine Frau hier arbeitslos. Alter. Ja, komm hier. Geht doch nicht. Job suchen, Lilly. Job suchen. Wir müssen jetzt alle hier arbeiten gehen, um Neues zu holen, um uns einen neuen Job zu holen. Wir müssen Geld verdienen für ganz viele neue Sachen. Also Ersatzsachen. Neue Sachen sind es ja nicht. Aber wir wurden ausgeraubt. Das muss sich ändern. Ach, der Stuhl ist auch weg. Hat er gleich den Stuhl auch mitgenommen. Ja. Ordentlich. Jetzt haben wir hier wieder dieselbe Auswahl. Ich will nicht, dass meine Frau Organspenderin wird. In einem Mädchen, in dem der Patient stets an erster Stelle steht, ist die Organspenderin der Inbegriff der Philosophie. Sorge dich weiter um andere, dann wirst du es vielleicht bald auf die andere Seite des Skalpells schaffen. Nein, nein, nicht meine Frau. Die wird auch Köchin oder was? Ins Militär? Nee, komm. Die wird Köchin. Haben wir jetzt zwei Küchen. Zwei Küchen. Arbeitet sie vielleicht zusammen mit Blacky. Ja. Jetzt sind die zwei Frauen allein im Haus, ohne mich. Und sind beide Feinde. Ja gut.
Schön, dass das was wird. Ja. Blicky geht schon mal schlafen. Oder was? Ja, hat hier die Nacht nicht so wirklich geschlafen. Feind, es gibt Sims, den man lieber nicht begegnen möchte. Nein, Unfrieden im Haus. Nein, das will ich doch gar nicht. Nein. Blacky, Lilly, bitte vertragt euch wieder. Es kann doch so nicht enden. Oh, hier stinkt alles hier. Ist hier nicht aufgeräumt worden. Na, dann muss Lilly wohl hier aufräumen, hier mal wieder waschen, während ich auf Arbeit bin. Ja, bald ist er auch auf Arbeit. Jetzt einen neuen Job. Und legt direkt was auf den Boden, damit das auch gammelt hier. Ganz gleich mitnehmen. Na den. Immer noch in Schlafklamotten. Okay, und jetzt? Und nu? Blacky pennt. Gut, dass sie sich aus dem Weg gehen. Wenn du schläfst, dann können die sich nicht in die Haare kriegen hier. Und sie wäscht weiter ab. Will ja Köchin werden hier. Neue Rechnungen in Höhe von 104 Dollar. Ich habe kein Geld und ich wurde gerade erst ausgeraubt. Ich kann Rechnungen nicht bezahlen. Wie genau stellst du dir das vor? Wie soll ich diese Rechnung begleichen? Kann ich doch nicht. Die Pizzaschachtel abgewaschen. Genau. Solange sie pennt, ist alles in Ordnung. Die Lilly. Quatsch, die Blacky. Ja, ich würde mal die Hochzeit direkt mal ansetzen. Auf morgen. Oder was? Ich verwechsle gerade Blicky mit Lilly. Ja, ich weiß zwar deinen Namen nicht. Ich verwechsle dich mit Blicky. Lass uns heiraten, wieso nicht? Ist doch ganz spitze, oder? Beste Bedingungen. Zwerg ist auf Arbeit. Jawollo. Einmal die Timelapse von der Haustür. Was am Tag darüber passiert, während ich auf Arbeit bin. Ja. Und da klingelt wer? Da ist Zwerg nie wieder von der Arbeit gekommen. Will ein richtiger Zwergsoldat werden. Ah, ich habe 200 Euro verdient. Das ist aber. Ja. An einem Tag 200 Euro? Ich habe jetzt so keine Vergleiche. Also ich in meinem freiwilligen sozialen Jahr kriege nur Taschengeld. Das darf sich nicht ein Gehalt nennen. Das ist auch kein Gehalt. Rechnung gemacht. Jetzt habe ich noch 100 Euro. Ja gut. Für einen Rechner und für eine Dusche wird das nicht reichen. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, was macht er? Was? Nein. Böser Zwerg, nein. Ich kann es nicht wegklicken. Wehe, Blacky, Quatsch. Ja, Blacky darf das auch nicht sehen. Die verpetzt das sofort. Wehe, die Lilly sieht das. Nein, aus, Zwerg. Aus, böser Zwerg, ganz, ganz böser Zwerg. Die Lilly hier, den ganzen Tag abgewaschen hier. Denkt jetzt noch ans Abwaschen und dann Medizin. Möchte wohl Medizinerin werden oder was? Naja, gut. Ich will sie aber nicht unter dem Skalpell sehen. Mann, nein. Was machst du da? Zwerg, was tust du? Achso, schaut fern. Kann er ja gleich mal die Toilette neben sich. So, Yvonne. Sieht sehr dreckig aus in dem Kabuff.
soll ja auch ein gutes Kabuff sein. Ein Gammelkabuff, wo man sich hinsetzen kann und Fernsehen gucken kann. Man kann sich auf die Toilette setzen und Fernsehen schauen. Hast ja den ganzen Tag gemacht, Toiletten geputzt. Ist ja bei der Armee so, als Frischling. Jo. Uns geht super. Nelly schläft schon hier. Dann ist ja gut. Blackie meditiert auf dem Stuhl sitzend. Ja. Läuft bei ihr. Was tut sie nun? Okay, nein, die kommen sich zu nah. Nein, 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 nein. Was, was? Oha! Hey, Blackie! Hey! Was zum... Hey, 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 sachte, sachte, sachte. Du bist nur eine Mitbewohnerin hier. Meine Fresse. Das ist immer noch meine Verlobte. Das ist immer noch meine Verlobte, Blackie. Also, hier. Stell dich mal zur Rede hier. Kommt hier mal. Kommt, ihr kann hier nicht drauf. Kann hier nicht drauf ankommen, dass du hier meine. Kann hier nicht sein, dass du hier meine Frau hier. Meine zukünftige Frau hier einfach mal. Anmachst hier. Dann wären wir auch Freunde hier. Meine Liebe hier. Ja, geh mir aus den Augen hier. Ich geh mir pennen. Das fängt hier ja super an. Und da kloppen die sich hier mitten im Zimmer. Vor meinen Augen. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Oh, sie liegt doch nicht so. Lilly schläft in ihrem Bett doch nicht so feindselig. Ja, okay. Wie darf ich das verstehen? Sie putzt sich die Zähne. Nee, ist klar. Meine Frau schläft nicht mehr mit mir im Bett. Okay, ich überlege mal ein bisschen. Ich denke mal drüber nach. Nimmt es mir jetzt übel, dass ich Blackie eingeladen habe ins Haus? Oder was ist hier los? Ich wollte doch nur eine friedliche WG hier. Oh, shit. Das geht in die falsche Richtung. Ja, das sieht nicht schön aus. Werden wir mal sehen, was so in den nächsten Tagen hier in Sims passiert, in den nächsten Parts. Ich nehme das ja nicht täglich auf, aber was in den nächsten Parts so alles hier läuft. Mit Blackie und Liddy. Da scheint nicht ganz koscher zu sein hier, diese Beziehung. Die scheint nicht perfekt zu sein, die Beziehung. Sie tanzt hier. Gerade eben hat sie noch meine Frau hier geschlagen, das ist jetzt... Jetzt fängt sie wieder an zu tanzen. Ist klar. Ist klar, Blackie. Ja, wir sehen uns in den nächsten Parts, wie es weiterläuft. Bis dahin, würde mich noch um, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfass drauf lassen wollt. Das war sehr schnell. Und ja. Wir machen jetzt für diesen Part Schluss und dann, ja, weiter geht's im nächsten Part. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ihr habt euch wohl und haut drin. Ciao, ciao.